Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge. Klein. Okay. Kein Wunder, wenn man jetzt wieder ausschaltet. Ja, macht ruhig. Lego Batman 2. Oh, die Musik ist schön. Oh, kann er aufhören? Wer? Entschuldigen Sie, Sir. Und hier hoch, und da hoch, und hier hoch. Und was ist da? Da gibt es noch einen Anzug für dich, aber. Ja, gleich. Das ist der Power-Anzug. Daran kann ich mich noch erinnern. Oh. Was ist hier oben so? Hoch, und dann hier hoch. Ja, man kann nicht schwimmen. Gerne. Was? Das kann man mir auch sagen. Natürlich kann ich nicht schwimmen, er ist ein Superheld, Hannes. Ein Held. Ja, im Lego Marvel Super Heroes kann man schwimmen. Aber hier doch nicht. Da siehst du nicht, wie dreckig und gefährlich und giftig das Wasser ist? Nein. Okay. Was machst du denn? Ich hab nur hier oben. Ich werde jetzt hier wieder von ganz oben ganz runter schwimmen. Oh nein, das ist interessant. Wie kommst du hoch? Ich will auch nochmal. Geschick. Geschick und Können. Nichts anderes. Ich mach hier wenn das nicht den coolen Eingangsbereich kaputt. Hier und jetzt wieder hoch. Na oh Mann, das kann ich auch mal mithelfen. Ja, ich bin ja jetzt hier und jetzt. Wo ist mein Anzug? Ja, den müsst ihr noch aufbauen. Oh, hast du nicht gemacht. Tim. Dafür müsst ihr die letzte Folge anschauen, um das ein bisschen zu verstehen. Also, schaut die letzte Folge nochmal an. Ja, naja, das kommt komisch. Entschuldigen Sie, Sir. Ich weiß, ich bin toll. Nein. Wenn ich jetzt mich wieder noch etwas, Sir. Finden Sie einen Weg, um das Terminal zu aktivieren. Okay. Oh, schau mal, was hier ist. Siehst du das? Taste 1, Taste 2, Taste 1, Taste 1. Das ist Gerechtigkeit, ja? Alter, du hast meinen Anzug aufbauen. Wir können ausmachen, dass wir beide einfach das immer aufbauen. Ja? Aber dann hältst du dich mal wieder nicht dran und dann. Nee. Oh! Krass! Ich wusste gar nicht, dass es geht. Spaß, den du das noch einmal machst, ne? Autsch. Mist. Entschuldigen Sie, Sir. Was ist das? Ah, ein Weg, das Terminal zu aktivieren. Wusste ich doch. Taste 3. Was kann ich für Sie tun, Sir? Oh. Ich würde nicht Robots hochschauen in der Scheiße. Nee, nehmen wir was anderes. Ahahaha. Ja, das war jetzt der Tiefpunkt der Folge, hoffentlich. Du hast den hässlichen Hubschrauber, echt. Der ist mega cool. Nein. Ich verstehe nicht, warum man diese Kamerafahrt machen muss. Die halte ich persönlich dafür herzlich unnötig. Szenen heute Abend im Theater von Gotham City, wo Kriminelle, manche offenbar bewaffnet mit riesigen Hämmern, die Verleihung der renommierten Auszeichnung Mann des Jahres gestört haben. Dies war das fünfte Jahr, in dem der Mann des Jahres in Gotham verliehen wurde. Aber erst das zweite Mal, dass der Veranstaltung von einer randalierenden Bande kostümierter Schurken ein vorzeitiges Ende beschert wurde. Die Schlagzeilen waren sehr schön. Ja. Oh, Batman. Wie schlecht ist denn der? Das ist die spektakuläre Flucht mit dem Hubschrauber. Mhm. Jetzt müssen wir wirklich hier hoch. Oder? Das haben wir doch alles gerade extra kaputt gemacht. Wie bist du denn wieder hochgekommen? Das kannst du nur sagen. Ja, das war. Nee, das ist. Eins ist geschickt, das muss jetzt. Silberformte Lego-Objekte können nur mit Sprengstoff zerstört werden. Hier wird ein spezieller Anzug benötigt. So, wo kriegen wir den Anzug her? Weißt du, dass du ganz schön scheiße bist?
Wieso? Was habe ich jetzt hier gemacht? Was ist das denn? Nachrichten? Was auch immer. Hier brauchen wir einen Magnetanzug. Hab den auch noch. Sind es die gleichen Anzüge wie... Ah, das ist mein Okay. Ich dachte, wir... Hä? Haben wir es nicht ausgemacht. Haben wir? Ich weiß es doch nicht. Der Bauanzug ist mit Bomben ausgestattet. Ja, da auch zu lesen, bitte. Zerstören können. Drücken Sie. Drücken Sie Taste 3, um zu... Witzig. Schau mal, erinnert dich das nicht an irgendwas? An Batman. An welches Batman? Batman! Da war doch noch ein schönes Spiel. Dreier. Wo ich dich in die Luft springen konnte. Weißt du noch, wie wir das Dreier gefunden haben? Das war cool. Bürger zu dick, um zu flüchten. Ja. Bürger. Du solltest aber auch erklären, woher du diesen Text hast. Hab ich mir ausgedacht. Na, wenn du schon so blödes fragst. Ja, manche Leute haben sich vielleicht die Schlagzeilen nicht durchgelesen. Der spult zurück und lest sie euch durch. Ja, aber man weiß ja nicht, dass es in den Schlagzeilen ist. Und wenn ihr sie nicht durchgelesen habt, dann lasst ein Like da. Kannst du mal damit aufhören? Der Hannes meint das selbstverständlich nicht ernst. Ich meine, das ist 100% nein, nicht meinst du ernst. Nicht. Gut, das meinst du nicht ernst. Jetzt halt erstmal da hinten hin. Hier hinten, hier hinten, hier hinten, hier hinten, hier, hier, hier. Hä, was kann ich denn? Da ist doch dieses, siehst du das Magnetteil nicht? Du hörst mir eigentlich nicht mehr zu, oder? Warum soll ich nicht zuhören? Komm her, komm hier, Hannes! Entschuldigung, Sir. Da hinten, dieses Magnetteil. Entschuldigung, Sir. Ist das ganze Spiel über? Was? Entschuldigung, Sir. Nein, nur die ersten paar Level, weil da noch Sachen erklärt. Oh nein, ey, ich hätte gerade was eben. Hoffe ich. Ah, ich kann schon hoch, ne? Bitte. Stimmt. Dankeschön. Bin ich blöd, dass er jetzt nicht mit diesem schönen Batarang-Ding hat. Bist du mal fertig da oben? Ich weiß nicht, was ich hier oben machen soll. Na, was schaut das aus? Ich weiß nicht, was ich hier oben machen soll. Nach was schaut das aus? Ich weiß gar nicht, was ich hier oben machen soll. Ah, du hast es selbst herausgefunden. Nee. Eigentlich hast du mir geholfen. Ja, siehst du? Du siehst mal, wie hilfsbereit ich eigentlich bin. Oh, guck mal, da kann ich was in die Luft bringen. Scheiße, ich häng. Oh Gott, wie viel Geld hier ist. Hui! Ich geh nochmal hoch. Bist du runtergefahren? Was nein. Bist du für ein Noob, ey? Nee, ernsthaft, was bist du denn für ein Noob? Ich glaube, ich gehe nochmal hoch. Was kannst du eigentlich? Nicht sehr viel. Ja, das denke ich mir auch. Ah, Tim, erzähl doch mal ein bisschen was, wenn du da hier irgendwas wegspringst. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Erzähl du nur. Oh nein! Warum kommst du so was Cooles? Hast du es nicht gesehen die ganze Zeit? Nein. Oh Mann. Hallo. Das ist mega geil. Geht das in der Stadt auch noch so? So aus Ende? Das sehen wir dann. Etwas gut, ja. Es wird dann 20.000 Folgen in der Stadt geben. Ja, das ist tatsächlich so. Vielleicht. Ich finde das cool, wie die das immer rufen. Es ist Batman. Wer ruft das eigentlich immer? Ja, die Gegner. Hä? Die Gegner. Die Gegner? Die Gegner, ja. Das ist Es ist Batman. Warum? Eigentlich ist es doch... Eigentlich sollte man mit einem Poweranzug noch mehr Leben haben. Dafür bin ich nicht. Ich finde das so überhaupt nicht fair verteilt. Oh, schau mal, zwei Münzen. Eine lila dabei. Ich wette, du fällst gleich wieder runter. Ich werde hier auch runterspringen. Oh scheiße, ich wollte gar nicht so weit runterspringen. Aber das ist jetzt tatsächlich auch nicht so tragisch, da drin zu fallen, weil da bin ich ja gerade wieder oben. D.
Dir macht der Anzug sehr viel Spaß, oder? Ja, ist interessant, ja. Ich sag, wenn das Robin immer voll die Scheißanzüge hat. Diesen Magnetanzug, weißt du, da läuft man langsamer. Du hast den Akrobatikanzug, und, ja. Und man muss arbeiten. Der Akrobatikanzug zwei ist mir tatsächlich lieber als jeder andere Anzug, der in diesem Spiel erhält. Ja gut, das ist aber der einzigste, der cool ist. Es sei denn, es würde einen Gleitanzug geben. Also, gibt's den in dem Fall nicht? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, habe ich so weit noch nicht mehr gespielt. Hä, wie weit hast du denn gespielt? Noch bevor man Superman kriegt. Superman? Ja, das ist. Das Spiel heißt DC Super Heroes. Moment, ich noch nicht einsteigen. Moment, ich möchte ganz kurz. Und wieso sind die Teile für den Helikopter da oben? Ich komm nicht mehr runter. Ich kann noch nicht mal einsteigen. Mir fehlt noch was. Nein, ich meinte den Hubschrauber. Nein, ich kann noch nicht mal einsteigen. Da fehlt noch was im Hubschrauber. Ich meine nicht in den Hubschrauber. Ich meine dieses Teil. Kannst du. Fährt es nicht hoch? Nee. Doch. Ja. Und da gibt's nicht noch ein paar Sachen für dich. Ja, wie zum Beispiel den hier. Lass mal kurz den Aufzug wieder runterkommen. Wie kann ich das kontrollieren? Nein, der ist schon wieder unten. Ich brauch dich hier. Kannst du bitte schnell einsteigen? Hallo? Gleich? Ernsthaft? Und ich werd schon lustig. Hannes, der Aufzug fährt gleich wieder hoch. Nein, der fährt nur hoch, wenn jemand drin steht. Und wer willst du das denn wissen? Weil ich das studiert habe. Nee, das glaube ich nicht. Ich hab den gebaut. Ich hoffe für dich, dass das stimmt. Du hast Glück gehabt. Noch. Hä? Das öffnet sich nicht. Was machst du denn für eine Scheiße? Bist du gerade nach rechts außen gelaufen? Ja, das war das Lustige daran. Aber wie dumm bist du eigentlich? Ja, sehr dumm. Die Debatten und Gespritzten. Was noch? Weißt du, woher ich das habe? Spring mal. Spring mal. Spring mal. Spring mal. Ja, ist vielleicht mal eine Idee, dass du mich dahin lässt, ne? Aber... Du kannst doch auch von da das machen. Ja, ist vielleicht mal eine Idee, dass du mich dahin lässt? Nee. Weißt du? Einfach nee. Toll. Du bist so ein Schreck. Hör auf mit der Scheiße. Was? Ist das Fight? Oh, das toll. Fight. Toll, wegen dir ist jetzt eine lila Münze darunter gefallen. Blau, aber egal. Mann, ich dachte, vielleicht nötig dich so ein bisschen. Tim. Ich habe das studiert. Oh, weißt stimmt du nur. Immer noch nicht. Kenn ich hoch, du Spasti. Hast du mich als Spasti genannt? Ja? Weißt du überhaupt, wie ernst das ist? Was der Spasti eigentlich heißt? Ja. Eine spastische Lähmung. Eine Krankheit. Eine spastische Lähmung glaube ich eher nicht. Ich glaube schon. Und eher, dass es einfach nur eine Spastik ist. Nein, ich glaube so eine spastische Lähmung. Ja, dann mach halt jetzt, oder hast du eine Spast... Nein, 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 nein. Hört auf, Witze darüber zu machen. Unter anderem ist es nicht gar nicht lustig. Was hast du gerade gesagt? Unter anderem? Oder für andere? Unter anderem. So, wir bleiben jetzt aber noch da, weil da gibt's noch einige tolle Dinge. Und springt's runter. Ja, das meinte ich ja eigentlich. Ja, weißt du, was ich gerade gefunden habe? Nein, erzähl. Ein Nönikit. Wirklich? Hier passiert ja, hier gibt's ja noch mega viel. Kann sein. Hier ist schon klar, dass man hier jetzt nicht mehr runterkommt, ne? Irgendwas Besonderes ist. Wer sich geschickt anstellt, kommt da gut runter. Ich wäre mir nur nicht so sicher, ob du das auch nicht kriegst. Hä? Sorry, ich wollte eigentlich Angriff drücken, aber dann habe ich versehentlich nicht Angriff gedrückt. Toll gemacht. Oh, der Arme. Eine Party nach meinem Geschmack. Gutes Essen. Gute Leute, gute Goodiebags. Weißt du, was ist es? Ich auch nicht. Hey, Bloodlame und Slobin. Warum hängt ihr hier rum? Ha! Schaut, was ich gemacht habe. Wir wollen die Wertsachen holen, die du gestohlen hast, Joker. Und Bruce Waynes Auszeichnung zum Mann des Jahres. Das ist meine Auszeichnung. Unverkennbar ich.
Aber das hast du da gerade draufgeklebt. Wow. Das ist ein Trottel. Robin, wer? Konzentrier dich aufs Fliegen. Entschuldigung. Wow. Das bist du? Du spielst Robin. Weil die ja auch so schnell kommen. Warum fliegt Batman eigentlich so langsam noch runter? Du bist übrigens auch da, ne? Das weißt du. Das würde uns dann also weitergehen. Du schießt auf ihn, ich schieße auf alles andere, ne? Was irgendwie nach interessanten Dingen aussieht. Schieß, mach ihn noch nicht kalt, ja? Das wäre gut. Ja, die. Sagst du überhaupt noch was? Ja. Nein, nicht drauf schießen. Erstmal. Na gut. Aber mach. Kauf ihm das letzte Leben noch nicht ab, bevor ich. Nimm ihm das letzte Leben nicht ab, bevor ich sage, ja? Weil. Ich kauf mir das noch nicht ab, nee. Gut. Ich kauf das nicht ab, nee. Nicht. Ja, doch. Weil hier sind aber teilweise sehr interessante oder sehr gute Features. Nicht das letzte Leben abnehmen. Komm schon. Das kann nicht wahr sein. So fies, Alter. Dafür kriegt man schon. Ja, die sind leichte Beute. Nur nicht abschießen. Noch nicht abschießen. Ganz ernst. Schieß lieber auf alles Mögliche, was hier an anderen Zeug umhängt. Dieses Dauergeräusch, ne? Mit dem Schießen. Ist ein bisschen nervig. Nicht auf ihn schießen. Nein. Bist du verrückt? Hannes, ich mein's ernst. Hör auf. Hannes, jetzt reiz es halt nicht aus. Was machst denn du? Wo haust denn du auf meinen Dings drauf da? Hä? Warum hat denn der wieder volleres Leben? Weil sich das wieder auflädt. Das ist bei Booten normal. So, und jetzt helf mir auf den Waggon zu schießen. Unbedingt. Danke. 2 von 2. Dafür kriegen wir jetzt. Jetzt darfst du ihn abschießen. Jetzt ist der Kampf gegen den Joker. Joker. Das heißt Joker. Selbstverständlich heißt es Joker. Kann man nicht mit diesem Teil hier fahren? Nein, man kann es aber kaputt machen. Was bist du so? Damit können wir jetzt hier was bauen. Ganz schön nach Duplo aus. Was? Ganz schön nach Duplo aus, irgendwie. Duplo was? Lego Duplo. Echt? Findest du? Jetzt haben wir dem Batman ein Leben, dem Joker ein Leben abgezogen. Magst du Kuchen, Batman? Weil ich glaube, er wird dich mögen.
sagt er ganz schön oft. Ja. Ich glaube, die waren ein bisschen einfallslos. Das hast du gut gemerkt. Das sagt er ganz schön oft. Ja. Was soll denn das bitte? Was? Ey, kann man mit dem fahren? Nein. Der sieht auch voll gut aus. Was machst du da? Hast du mich gerade geschockt, ne? Nein. Das war Batman. Das war Joker. Ich wollte hier fortfahren. Außerdem hast du mal die richtige Entscheidung getroffen. Machen wir die Autos kaputt, ne? Ja, ja, klar. Bitte ganz lang an. Alter. Ich fahre nach dir an, Digga. Bitte? Nicht? Das ist ein Kinderspiel. Noch ein Auto, da hinten steht's. Ich weiß nicht, was ich weiß. Es fehlen auch zwei. Ach nee, doch nicht. Nee, eins. Ach, ich hab gerade einen Kaputt gemacht, ja. Lass mich das doch machen. Oh, ich komme aber nicht vorbei. Irgendwie. Das ist ein Scheißkuh. Mal langsam. Dahin. Jetzt, warum? Ah, wer kann was Goldenes kaputt machen? Niemand, oder? Leute, die schnell schießen. Superman beispielsweise kann was Goldenes kaputt machen. Bist du hinten schon hochgegangen? Nee, ne? Ja, komm. Komm ich ja nicht. Jetzt komm her. Ja. Achtung, der wirft gleich wieder einen Kuchen. Genau. Was kannst du eigentlich? Und was ist da oben so schönes? Hab jetzt mal eine Ruhe. Diese Kirmesmusik, ne? Das ist sehr interessant, wie die es eingesetzt haben. Das ist keine Kirmesmusik. Dieses Instrument? Sehe ich. Also, wenn ich auf so einer Kirmes bin. Ja, nicht. Diese Kirmes-Elemente in der Musik. Was ist hier oben alles? Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Poweranzug von Batman richtig scheiße ausschaut? Du hast auch so eine schöne Platte vor dir. Ja, eben. Ich habe auch Platte so eine. Hättest aber von was anderem. Echt? Ich habe auch so eine. Das könnte vielleicht vom Kuchen sein. Was macht man hier? Ah. Schau dich gleich alles drauf. Schön, dass er damit aufgehört hat. Ich denke mal, da liegen Erdbeeren. Wo? Auf den ihren Köpfen. Oder versuchen. Okay, Autoscooter. Hier brauchen wir dich, Hannes. Boah, das wäre so geil, wenn man mit den LKW da fahren könnte. Das wäre. Ja. Boah, und das ist halt mega cool, ne? Achso. Ja, das hast du schon mal gut gemacht. Bin tot. Ja, das hast du jetzt nicht so gut gemacht, aber das kriegen wir schon. Weißt du, die Batman-Filme sind halt nicht für Kinder, oder? Sind die sogar ab 16? Ja. Und dann hier so ein Batman-Spiel, also... Ja, das ist aber genauso bei den Star Wars-Filmen. Die Star Wars-Filme dürfte man auch nicht mit 6 schauen, die sind ab 12. Die Star Wars-Filme. Boah, Alter, die nerven hier. Echt? Du hast Minderwertigkeitskomplexe. Hey Jungs, braucht ihr Hilfe? Alter, diese Stimme. Beim Einparken. Ja, tut mir leid, ich wollte zu deiner Auszeichnung kommen. Ich meine, Bruce Waynes Auszeichnung, aber ich war verhindert. Ich auch. Kinder durften nicht rein. Hab gesehen, du hast ein großes Loch ins Theater gepustet. Ich werd's reparieren. Habe ich schon. Und dein Boot wieder zu Wasser gebracht. Hey, danke. Ja, danke. Du solltest bei deiner Bekämpfung der Kriminalität wirklich nicht so ein Durcheinander machen.
Ich kann dein Grinsen da drin sehen. Röntgenblick. Gibt es nicht irgendwo Leute, die gerade deine Hilfe brauchen? Ja, die gibt es tatsächlich. Ich sollte los. Wir sehen uns. Wie der redet, ey. Ja, der ist sowieso wie so bei Thomas und die Lokomotiven und so. Ja, das ist großartig. Du warst ziemlich unhöflich. Ich habe einen Systemcheck gemacht. Wir treffen uns in der Betthöhle. Kein sicherer Hafen, Hannes. Kein sicherer Hafen. Oh, der ist ja echt nicht sicher, du. Noch eine Folge? Nee. Nicht? Das war genug für heute. Nicht? Nee, nee. Noch eine Folge. Nein? Eine. Haben... Komm, nein? Eine. Nein. Eine einzige. Nein, ich habe keine Lust mehr. Nur eine einzige. Wir haben jetzt schon nicht mehr richtig kommentiert. Wir sind beide müde. Ja, doch. Nein. Noch ein... Komm. Nein, wir haben komm, uns erholt. Noch, nein, noch. Nein, nein. Bürger in Gefahr. Es, echt, es gibt's hier auch. Komm, noch eine Folge. Schüler in Gefahr. Bürger in Gefahr. Noch eine Folge. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Dim. Nein, 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 nein. Dim. Nein. Doch. Nein. Ich, wir haben diesen, nein. Hast du morgen Zeit? Was? Hast du morgen Zeit? Ja. Ja? Ja. Treffen wir uns morgen? Nein. Warum nicht? Weil ich denen jetzt meine Adresse verraten müsste. Nee, müsstest du nicht. Müsste ich nicht? Mhm. Beweis es. Ich weiß, wo du wohnst. Soll ich dir sagen? Ja, das wäre der einzige Beweis, aber wenn du es machst, dann muss ich du noch mehr... Du wohnst in der Hauptstraße 3. Das stimmt nicht. Echt? Hauptstraße 4. Bist du? Müsstest du jetzt sagen. Ja, und jetzt weiß man auch noch, dass wir in Bayern wohnen und damit weiß man eigentlich, schon genau wo. Ja. Kann man jetzt mit den Autos da fahren, die da rumstehen? Moment, warte mal kurz. Probier's aus. Oh. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Was soll ich nehmen? Ich glaube, das bleibt nicht. Alter. Ich persönlich halte diese Sequenzen ja für absolut überflüssig. Sir, könnte ich Sie bitten, eben die Waffensysteme zu überprüfen? Diese Silbergegenstände würden hervorragende Ziele abgeben. Kann man die Autos fahren? Ja. Ja, okay. Siehst du, wir sind jetzt ja schon viel zu ruhig. Wir müssen ein bisschen unsere... Ja, wir können ja sowas erzählen. Ja, dann erzähl mal was. Okay, was soll ich denn erzählen? Welche Richtung denn? Bitte? In welche Richtung möchtest du denn was hören? Welche Richtung? Ja, von dem muss ich erzählen. Ja, bitte Elektro. Entschuldigung. Elektro. Mm, Alter, geil. Oder Dubstep. Okay, sagen wir Dubstep. Ja, ouch. Sowas hier kannst du ja wohl eindeutig nicht. Peinlich, ey. Ich mit so einem schlechten LKW bin ja schneller als du unterwegs. Hör auf mit dem Scheiß. Das ist so schön, dass ich schieße. Du bist so ein Arsch, hör auf mit der Kacke. Fährst du nah. Du bist zu langsam. Ja, Moment, dann warte. Dann komm, steig auf. Steig, komm, steig ein. Nein. Das ist eh schnell. Hör auf. Keine hört auf, deshalb fahren meine Autos so langsam. Bin ich wegen dir von der Straße abgekommen. Oh, scheiße. Wo ist die Betthöhle? Ich bin hier. Ich hab nicht nach dir gefragt. Scheiße, ein Auto steht hier. Du Depp, ey! Ach, das warst du! Das ist natürlich überhaupt nicht auffällig, wenn man da reinfährt. Ja, jetzt sind wir in der Betthülle und das war's mit der Folge. Ich will nicht bis weiter. Bis zum Endscreen. Bis zum Endscreen. Neues Spiel. Letzte Folge der heutigen Aufnahmesession. Wir haben jetzt mal wie viel Uhr bis wie viel Uhr gespielt? 15 Uhr bis 18 Uhr, 3 Stunden, das geht noch. Hm, gut, tschüss. Dann ist besser deprimiert und wirft seinen Controller runter. Tschüss. Tschüss.